Lydia, ich habe ein ultradimensionales Loch im Keller gefunden. Das solltest du dir mal anschauen. Und vergiss die Packung Rondo Melange nicht, die du mir mitbringen wolltest. Damit wir danach noch schön ein Stück Donauwelle reinpfeffern können. Diese Werkhalle da hinten, die hat letzte Woche dafür gesorgt, dass ich jetzt straff auf die 40 zugehe, zumindest mental. Und damit willkommen zurück hier zu Alan Wake im, wie ich so gern sage, Lichte der Erkenntnis. Wir haben die Halle hinter uns gelassen und wir werden nicht nochmal zurückblicken, sondern wir werden nach vorne blicken. Und ihr habt Alan Wake gerade nicht gesehen, ne? Als ich in das Spiel reingeladen bin, hing er da wie so ein nasser Sack keuchend. Und genau das ist das Gefühl, was wir am Ende der letzten Folge hatten. Aber wir sind natürlich optimistisch und blicken wie gesagt nach vorne, und zwar zu diesem Kraftwerk. Das Kraftwerk leuchtete in der Nacht, ganz nah, aber ich musste noch einen Weg dorthin finden. Ja, da musst du mal schwimmen, Alan. Oder kannst du das auch nicht? Ja, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Gut, du könntest in die Dunkelheit gezogen werden. Oh, guck mal. Cynthia Weaver hat uns wieder einen Pfeil, einen subtilen, dagelassen. Was haben wir da? Ein Stash. Mit einer Blendgranate und einer Fackel. Ist jetzt nicht das Größte, aber besser als nichts, sage ich immer. Und falls ihr das gerade gehört habt, mein Telefon sagt mir, ich soll die Folge aufnehmen. Ich bin ja schon dabei. Jetzt hetz mich nicht. Ich mache ja schon. So, öffnen. Wow. Was für ein komplettes Overengineering für diese Tür mit Klinke hier, so einen Fernschalter zu bauen. Ah! Ha, 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 ha! Ich vermute, das Spiel wollte mir auf subtile Weise damit sagen, halte ich von den Stromkabeln fern. Aber es ist natürlich trotzdem, es fühlt sich sehr genugtuend, sagt man das? Genugtuend an, dass er ja jetzt an den Stromkabeln gestorben ist. Vielleicht kann ich mir das ja auch irgendwie zunutze machen und die Kollegen da an die Stromkabel reinjagen. Talking about Stromkabel, das erscheint mir doch, als könnte ich da mich rübersliden. Na, vielleicht sollten wir das wieder überlassen. So, was haben wir hier? Wieder einen overengineerten Schalter, den wir nicht drücken können. Okay, das heißt, damit können wir dann wahrscheinlich im Kraftwerk drüben den Kühlschrank freischalten oder so, wenn wir den Knopf hier drücken. Aber ist leider abgeschlossen. Das heißt, das Mittagessen der Kollegen wird uns heute leider verwehrt bleiben. Die meisten hier sind gut ausgebildet. Meinst du? Ich sehe hier nur ungelernte Arschgeigen. Holy shit, was habe ich denn jetzt alles gezündet? Ich liebe es. Ich liebe es jetzt schon, wenn die da hinten rein in die Stromkabel gehen. Habe ich jetzt versehentlich eine Blendgranate und meine Fackel gezündet? Habe ich jetzt mein ganzes Pulver verschossen? Das ist natürlich schade. Komm, Alan, spring da mal hoch. Da gibt es bestimmt was. Du kommst nicht mal da hoch? Was bist denn du für eine... Ah. Oh. Hm. Egal. Wollte ihn gerade beschimpfen, was er für eine unsportliche Kartoffel ist. Aber vielleicht sollte ich doch lieber nicht zu laut werden. Wupp, wupp, wupp. Weißt du, wo es um diese Jahreszeit sehr schön sein soll? Im Stromkabel. Aua, schubst mich da doch nicht rein. Warte mal, wenn ich jetzt hier schnell rumgehe, kommt er dann... Hier, hallo, komm rum. Nein, er ist nicht so dumm, schade. Wirklich bedauerlich. Moment. Yeah. In your face. Und da haben wir doch gleich eine Seite, die nehmen wir natürlich mit. Was steht denn da drauf? Cynthia ist auf dem Weg zum Staudamm. Ach, die Augen. Wütend auf den Schriftsteller ging Cynthia allein durch das Wasserrohr. Dieser törichte Jüngling ging unnötige Risiken ein. Und wie er die Regeln brach. Begriff er nicht, was auf dem Spiel stand? Seit den schrecklichen Tagen in den 70ern hatte sie nicht einmal gezögert, so schwer es auch war. Sie war es müde, die Stadt all die Jahre zu beschützen. Sie wollte nur noch ruhen. Redet ihr über mich? Was heißt denn hier unnötige Risiken? Hallo, ich reiß mir hier ja wohl einen Arsch auf. Da darf ich ja wohl ein bisschen Appreciation erwarten, ja? Ohne mich wäre das Kaff hier schon längst hinüber. Wenn Cynthia jetzt keinen Bock mehr hat. Nur weil sie hier 40 Jahre lang, spielt ja 2010, denke ich mal, als sie hier 40 Jahre lang ihre schützende Hand auf das Dorf gehalten hat und jetzt keinen Bock mehr hat.
heißt es nicht, dass er sich darüber beschweren kann, dass ich jetzt zu langsam bin. Ich habe mir das auch nicht ausgesucht hier. Ich war eigentlich nur zum Urlaub machen hier. Ich wollte ein bisschen entspannen, Inspiration finden. Vielleicht ein paar Bierchen zischen. Aber das habe ich mir nicht ausgesucht. So, jetzt habe ich es schon mal geschickt gemacht und die alle auf eine Seite gelotst, was mir den Vorteil bringt, dass ich nicht mehr von beiden Seiten angegriffen werde. Denn wenn wir eine Geschichte aufgepasst haben, dann wissen wir, Zwei-Fronten-Krieg funktioniert einfach niemals. So, jetzt lad mal ein bisschen mehr nach hier, Alan. Hau mal ein bisschen rein in die Waffe. Oh oh. Ey. Stirb, du gut ausgebildeter Axtmörder. Lappen. Ich möchte übrigens positiv hervorheben, und ich weiß, ich jinx das jetzt wahrscheinlich, dass ich noch nicht ein einziges Mal in die Stromkabel reingerannt bin. Ich bin ja sonst so ein Kandidat für sowas. In die offensichtlichen Sachen, die einen umbringen, reinzulaufen. Ach, guck mal, da hätten wir wirklich nicht viel gespart. An Weg. Wenn wir da drüber gekraxelt wären vorhin mit unserer unsportlichen Kartoffel. Oh, ich kann die Hebebühne benutzen. Das werde ich bestimmt auch gleich machen. Ich will mich nur noch mal ganz kurz hier um die Ecke umgucken, ob wir da nicht noch eine Seite sehen. Nein, tun wir nicht. Okay. Na dann, drücken wir auf den Knopf, der tatsächlich auch mal die Hebebühne hier bedient. Komm. Ach, Alan, komm, das hätte sogar ich geschafft. Und ich bin wirklich eine unsportliche Kartoffel. Oh, ich dachte gerade kurz, ich habe da eine Seite übersehen. Aber es ist nur eine Plastikflasche. Oh, Mensch, gerade noch drüber geredet, übers Bierchen zischen. Jetzt wurde uns hier... Alter, das ist ja gruselig, aber irgendwie auch schön. Die Geschichte, die ich in der Hütte verfasst hatte, war real geworden. Vom Dunkel berührt hatte ich eine Horrorgeschichte geschrieben, deren Ende noch fehlte. Die Geschichte war unvollständig und die letzte, unfertige Seite des Manuskripts war noch in der Schreibmaschine im Arbeitszimmer der Hütte. Wenn ich zurückkehren und sie lesen konnte, konnte ich mein eigenes Ende schreiben und Alice retten. Wieso brauchen wir denn dafür die Seite zurück? Wir können doch einfach generell ein neues Ende schreiben. Ein Alternative Ending schreiben wir jetzt hier einfach, was gut ausgeht. Oder bist du so blockiert, dass du das nicht hinkriegst, Alan? Cool, dass wir hier das Brett verschieben können. Was machen wir denn, wenn... Also, wir haben jetzt gehört, das Ende steht offensichtlich schon fest, weil er hat es ja schon zu Ende geschrieben. So. Er ist sich jetzt natürlich relativ sicher, dass er mit diesem Ende in der Lage ist, Alice zu retten und alles wieder zum Guten zu wenden. Aber er hat ja die ganze Geschichte geschrieben, als er vom Dunkel berührt war. Und wir haben jetzt in den vergangenen 18 Folgen, glaube ich, oder so, wie viele es jetzt sind, haben wir festgestellt, dass das gar nicht mal so gut ausgegangen ist. Also er hat jetzt nicht unbedingt die lebensbejahendste Geschichte geschrieben, die wir jetzt bis jetzt gelesen haben. Was lässt ihn denn die Vermutung hegen, dass er sein Ende positiver gestaltet hat und nicht alles den Bach runtergeht? Deswegen weiß ich nicht, ob wir wirklich... Ist gebrannt, okay. Ob wir wirklich das Ende finden wollen, was er schon geschrieben hat, oder ob er sich nicht vielleicht nochmal auf den Hosenboden setzen sollte und nochmal ein anderes Ende schreiben. Jetzt, wo er wieder ein bisschen bei Sinnen ist, wo er auch sich mit der Taschenlampe andeuchten kann, wenn es zu creepy wird, das Ende, was er schreibt. Oh nein, ich habe mich schon wieder selbst umgebracht bei diesem Ende. Dann leuchte ich mir aber lieber mit der Taschenlampe an den Kopf, damit ich wieder klar denken kann. Ist aber nur so ein ganz unverbindlicher Vorschlag, sag ich jetzt mal. Das war doch mal eine reichlich bestückte Hütte. Oder ist eine reichlich bestückte Hütte. Ach, hier ist ja gar keine Tür. Was können wir denn hier machen? Ist das jetzt der Kühlschrankknopf? Ah, wir drehen die Brücke. Okay. Da habe ich das Problem schon gelöst, bevor ich es erkannt habe. Das ist ja ein klassischer Matze. Ja, die dreht sich so langsam, dass ich nur erahnen kann, dass uns von hinten bestimmt gleich welche angreifen. Oder sie blockiert. Ja, genau. Der Kla- Nee, weiter geht's.
Mehr Vögel. Geh schon mal vor. Auch nicht mehr Vögel. Das erklärt auch, wieso wir da... Oh, warte mal, ich muss... Mag ja lieber Bergvögel. Als Meervögel. Versteht er? Hahaha. Ha, ha. Entschuldigung. Bitte nicht wegschalten. Ha! Warte mal, die dreht sich ja weiter. Aufhören! Brücke, stopp! Warte mal, die dreht sich um... Dreht die sich um 360 Grad? Was ist... Das ist ja komplett sinnlos. Hä, das ist ja... Oder dreht... Nee, die dreht sich tatsächlich einfach weiter. Renn, 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 runter da! Yes! Bin ich jetzt richtig runter? Ja! Oh! Huh! Verliert man schnell mal den Überblick. Die Überblick verliert man ganz schnell mal den Überblick. Für einen Helikopter. Jo! Okay. Danke. Ich gucke erstmal eine Runde meine Lieblingsserie, ja? Träumen wir davon, Schmetterlinge zu sein? Oder sind wir Falter, die das Menschsein träumen? Solche philosophischen Gedanken sind immer abstrakt. Und doch finden wir einige Beweise für das Wesen unserer Existenz. In Night Springs. Heute Abend ein Mangel an Kreativität. Hallo Martha, was wolltest du mir zeigen? Olivia, wie gut, dass du da bist. Bitte, es ist im Keller. Tatsächlich ist es ein Fehl. Ein Fehlen von Realität. In Marthas Keller? Ja, dabei lief es so gut, ja? Ich erfand zwei alte Damen und packte etwas echt Seltsames in den Keller. Ein toller Anfang. Aber jetzt bin ich völlig blockiert. Ich weiß nicht mehr, was ich wollte. Na, das hier ist doch ein ganz normaler Keller. Wirklich? Warum ist dann Ihre Freundin hier? Ich weiß nicht. Na gut. Können Sie es nicht ignorieren? Oh nein, das geht nicht. Es kann zu einer Handlungslücke werden. Könnte schon eine sein. Das könnte alles zerstören. Oh je. Okay, hören Sie. Nichts für ungut. Aber ich weiß nicht, wo das hinführen wird. Und Sie helfen mir nicht. Trinken Sie doch oben eine Tasse Kaffee, während ich überlege, wie es weitergeht. Tja... Wenn Sie meinen. Vielleicht sollte ich einfach aufhören. Oder ist das Schwachsinn? Ist das Schwachsinn oder nicht? Wer weiß. Es liegt nur wenig zwischen Dummheit und Erhabenheit. In Night Springs und überall sonst tatsächlich auch. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass sich die Folge über mich lustig gemacht hat. Also... Ist ja auch irgendwie ein kreativer Kopf, der blockiert wird und von seinen eigenen Figuren, ich will nicht sagen heimgesucht wird, weil es waren jetzt zwei nette alte Damen. Aber ich habe mich am Anfang schon gewundert, das hatte so Karl das Lama-Vibes. Oh, Lydia, ich habe ein ultradimensionales Loch im Keller gefunden, das solltest du dir mal anschauen. Und vergiss die Packung Rondo Melange nicht, die du mir mitbringen wolltest, damit wir danach noch schön ein Stück Donauwelle reinpfeffern können. Oh, das ist eine fabelhafte Idee, Martha. Ich liebe ja ultradimensionale tödliche Löcher. So ungefähr stelle ich mir das Telefonat der beiden vor. Hab ich noch? Ach so, nee, ich dachte, das wäre... schade eigentlich. Ich dachte kurz, das wäre, eine Blendgranate gewesen. Jetzt habe ich es. Wow, das hat aber lang gedauert. Na, ich habe gerade den Sheriff entleuchtet. Kannst du mal...
Anstand haben und warten? Du auch, du Rotschopf hier. Jetzt hat man mal gesehen, wieso die Schrotflinte nicht so viel Schaden macht. Habt ihr das gesehen? Das ist 90% der Ladung ist hier hinten in dem Stein gelandet. Kein Wunder, dass das nichts wird. Ich hätte natürlich auch einfach hier wieder zum Licht gehen können. Aber manchmal muss man auch einfach ein paar Schatten töten. Wie, das Licht bringt nichts. Hallo? Ach, das ist das Heli-Licht. Ich dachte, das wäre so ein Safe-Point-Licht. So eine Laterne des Überlebens. Aber ist es gar nicht. Rudi, hör auf jetzt. Nein! Wo kommst du denn her? Dann bin ich jetzt nochmal ein Safe-Point. Oh, hoppla, das war dumm. Die Taste. Ich hab Gefettfinger, wie man so schön sagt. Come with me, Bro. Aber nicht zu nah. Ich gehe jetzt hier einfach weiter, weil wenn mir das eh nicht. So, ich leg euch hier eine Barriere hin und dann gehe ich einfach weg. Ihr Nullen. Ihr könnt nicht mal. Ja. Ihr wart sowieso nicht sehr hilfreich. Alles gut. Ich renne jetzt hier einfach zum Licht und dann können die mich alle mal, weil das ist die Retterlaterne. Ja, hahaha. Ah, die Vögel interessiert. Achso, die interessiert es doch. Aber die sind einfach dumm. Ja, der Grat zwischen Dummheit und Erhabenheit ist auch bei Vögeln sehr schmal. Mann, Mann, Mann. Wo ist denn hier mal der Eingang in dem Kraftwerk? Ist ja wie bei, wie in Kanto bei Pokémon. In dem Kraftwerk. Musste man auch erst. Es ist auch unnormal schwierig gewesen, da reinzukommen. Also wenn ich da, keine Ahnung, gearbeitet hätte, hätte mich das, glaube ich, tierisch aufgeregt, dass ich jedes Mal erst ein Pokémon mit Surfer dabei haben muss, um in dieses Kack-Kraftwerk zu kommen. Wo ich arbeite, ja, wovon mir erwartet wird, dass ich ja da hinkomme. Und dann machen sie es aber möglichst schwer, da reinzukommen. Als Kraftwerkstechniker kann man ja auch nicht einfach mal im Homeoffice arbeiten. Ich erkannte das Logo auf dem Schild des Kraftwerks. Man hatte es hier an allen möglichen Orten aufgemalt. Es ging stets auf verborgene Vorräte hin. Das ist das Logo. Faszinierend. Das sind unsere Stashs, die wir unterwegs immer gefunden haben. Hier, diese Teile da. Ach, cool. Und Kaffee wird hier auch getrunken. Sympathische Firma. Vielleicht sollte ich mich bewerben. Als, weiß nicht, Lichteinschalter. Nee, als Dunkelheitsentferner. Ich bewerbe mich als Dunkelheitsentferner. Safe Haven. Ja, bitte, mach auf. Mach auf. Keinen Schritt weiter. Miss Weaver, Cynthia, ich bin ein Freund. Beweisen Sie es. Sie kannten Zane. Thomas Zane. Sie sind die Lady des Lichts aus dem Song. Sie können mir helfen. Wird auch Zeit. Junger Mann, ich warte schon seit einer sehr langen Zeit auf Sie. Ja, sorry. Er ist im hellen Raum. Verzeihung? Darf ich mich hier bedienen? Dankeschön. Der Gegenstand, mit dem Sie das Dunkel zurücktreiben können. Der helle Raum ist beim Staudamm. Dort ist der Gegenstand sicher. Hilft er mir, Alice zu finden? Bringt er mich zur Hütte zurück? Dann los, meine Freunde können mit dem Hubschrauber zurückkommen. Nachts gehen wir nicht hinaus. Das ist Regel Nummer 1. Sie haben die Regeln gebrochen, junger Mann. Und was hat uns das eingebrockt? Nein, ich kenne einen Geheimweg. Einen hellen Weg. Ein altes Wasserrohr. Beim Umspannwerk ist etwas beschädigt worden. Die ganze Reserveenergie wird abgezogen. Ohne sie wird das Rohr dunkel sein. Die Leitung zum Werk muss gekappt werden. Und Sie wollen, dass ich es tue? Junger Mann, Sie sind derjenige, der gerne Regeln bricht. Ich darf nicht draußen im Dunkeln sein. Der Schalter befindet sich draußen. Ist natürlich schon clever, dass Sie sich jetzt hier, sage ich mal... Hallo, gib mir mal die Taschenlampe, bitte. Dankeschön. Ich habe mich auf diese Zeiten vorbereitet. Aha. Dunkle Zeiten. Sie haben ein Versteck gefunden, ja? Sie können die Zeichen sehen? Nur wenige können das.
Nehmen Sie ruhig, was Sie benötigen. Hab ich schon, danke. Für Sie, für solche, wie wir es sind. Wir erledigen die Arbeit für Tom. Hab ich recht? Schnell! Der Schalter ist an der Wand Richtung Küste! Alles klar, kein Problem. Ich krieg das hin. Ich bin CDR, Chief Darkness Remover. Hier im Kraftwerk. Kann Sie nicht zum hellen Raum führen, wenn die Lichter in dem Rohr ausgehen. Sie müssen ja, alles gut. Gehen und den Notfallschalter betätigen. Ist alles gut. Was hast du denn hier für interessante Bücher? Ich kann es nicht lesen. Also ich kann grundsätzlich schon lesen, ich kann nur den Titel nicht lesen, meine ich natürlich. So, dein Kaffee glaube ich dir auch, liebe Cynthia. Darkness waits in my dreams. I miss you, Tom. Ist interessant, ich bin nicht davon ausgegangen, dass die Cynthia Weaver noch am Leben ist. Das ist aber schon ziemlich clever, sich hier zu sagen, an der Quelle des Lichts, holy shit, das ist ja ein bisschen übertrieben, an der Quelle des Lichts sich einzunisten sozusagen. Muss man ihr schon lassen, ist schon nicht dumm. So, Batterien haben wir genug, können wir nicht mitnehmen. Okay, na dann würde ich sagen, ich find's übrigens geil, wie die hier ihre Öllampe oder was es ist, ihre Gaslaterne, whatever, dass sie die so liebkost, wie so eine Katze, die sie auf dem Arm hält. Das ist ein bisschen creepy, aber wenn man weiß, was die Alte durchgemacht hat, das war jetzt die alte Dame, wollte ich sagen, das war ein bisschen lang jetzt abwertend, da ist es gemeint war. Wenn man weiß, was die alte Dame durchgemacht hat, dann kann man es auch irgendwo verstehen. So, wo muss ich denn lang, Cynthia? Auch so ein Name, den man irgendwie komisch aussprechen kann. Cynthia! Cynthia! Ich hoffe, dass wir jetzt nicht Bright Falls den kompletten Strom hier abknipsen. Oh nee, warte. Das ist die falsche Waffe. Ich will hier nicht eine gute Leuchtmunition vergeuden für sowas. Ah, dass sie gerade beide sind, ist ein bisschen nervig. Der kann halt nicht sich entscheiden, auf wen er zielt. Und so wirklich ein Fadenkreuz habe ich ja nicht. Nur einen Schuss reingeladen, ne? Wieder nur einen Schuss reingeladen. So, komm! Ableben bitte. Dankeschön. Weaver hatte mich geschickt, die Stromzufuhr zum Umspannwerk zu kappen. Ich wollte ihr helfen, damit sie mir auch helfen würde. Hoffentlich war Weaver zuverlässig. Ich war vor etwa einer Woche in diese verrückte Welt gestolpert. Sie aber lebte dort schon seit Jahrzehnten. Merkt man ihr aber gar nicht an, muss ich sagen. Also sie wirkt wie eine ganz normale alte Lady. Kein Stück verrückt. Bodenständig. Ah, da müssen wir hin. Ich konnte den Notschalter sehen, der die Stromversorgung des Umspannwerks kappen würde. Jetzt musste ich nur noch rankommen. Ja, wie schwer kann das sein, ne? Wir haben hier... das sieht ja fast schon nach Rätsel aus. Komm, wir lesen mal. Schleusentorsteuerung. Bedienung nur durch autorisiertes Personal. Wenn ich die Kurve zubekäme, könnte ich über Sie an den Notschalter gelangen. Weiß nicht, ob ihr das gerade hören könnt, liebe Freunde, aber nein, das ist das komische Geräusch, was ihr gerade wahrnehmt, kommt nicht vom Spiel. Das ist tatsächlich der Hund, der hier zu meinen Füßen gerade schläft und träumt. Das war mäßig hilfreich. Das war jetzt schon wieder fast zu einfach, haben wir es schon geschafft. So aus, ne? Boah, krass. Sieht man mal, was ich für ein Rätselkönig bin hier. Die Erfahrung der letzten Spiele, die macht sich da bemerkbar. Dafür gab es ein Achievement. Ich glaube, das habt ihr gerade gar nicht mitbekommen, ne? Weil das nimmt das OBS nicht auf. Aber ich habe ein Achievement dafür bekommen. Ich habe doch gewusst, es lohnt sich. Es lohnt sich, die Dosen umzuwerfen. Sehr schön. So, Strom unterbrechen. Ja, das frage ich mich hier auch, aber ich hinterfrage das nicht mehr. Oh Gott, ach du lieber Gott. Uiuiui. Oh Gott. Das Umspannwerk versank ohne Strom im Dunkeln. Weavers Wasserrohr sollte nun ein gefahrloser Weg sein. Ja, aber der Weg zurück zu Weaver ist nicht gefahrlos. Spring hoch! Oh Gott, Alan. Tod im Umspannwerk, das willst du doch nicht. Ich muss aber zurück, ne? Ja, zurück zu Reaver.
zu Weaver zurückkehren, so rum. Whoop! Oh, hast du mich erschreckt, Junge, bist du irre? Seid ihr alle irre? Lasst mich in Ruhe. Jungs, können wir doch nicht machen. Oh nee, mal sei nicht, ich muss euch töten, damit ich hier... Och nö, das ist nicht cool. Hab eine Idee, was ich machen könnte. Aber dafür müsste ich halt treffen. Ganz wichtig. So. War jetzt ein bisschen Munitionsverschwendung, gebe ich auch ganz ehrlich zu. Ach so. Ach so. Das ist... eigentlich kapiert. Oh nee, ich höre eine Kettensäge. Das finde ich überhaupt nicht gut. Ach. Du Scheiße. Falsche Waffe. Wieso habe ich nicht. Wieso ist nicht. Wieso weil sie leer ist? Ah! Ich wusste nicht, dass sie leer ist. Wieso ist die leer? Oh Mann, oh. Aber ich habe noch Blendgranaten. Jetzt. Lad doch mal die Waffe nach. Du machst mich alle. Ich habe schon 12-mal X gedrückt. Junge! Ja, Papa da Papp, Ausrüstung, Schmausrüstung kommt, damit ich euch eine Blendgranate vor die Füße drücken kann. Wupp! Hallo? Hä? Ich habe überhaupt nicht gesehen, was hier los war. Vor allem habe ich den mit der Kettensäge doch schon erledigt. Wo kam der denn jetzt wieder her? Ich glaube, da hoch auf die Treppe gehen ist eine denkbar ungünstige Entscheidung, wenn ich das so sehe. So, jetzt bitte nicht wiederkommen. Geht doch. Cynthia, mach auf! Cynthia! Cynthia! Ach, da darf ich. Bin wieder zu Hause. Schön war's. Wie geht's? Was macht die Laterne? Ja, okay. Red auch nicht mit denen. Hier entlang, junger Mann. Los, los. Das Rohr ist jetzt leer. Wir können gehen. Ja. Ich wollte nur noch ein paar Batterien einpacken. Wir müssen hier nur für entlang. Den Fall, dass mein Walkman unterwegs leer wird. Ich war so in ihn verliebt. So ein schöner Mann. Ich war eifersüchtig. Es gab einen Teil von mir, der vielleicht ein wenig froh war, als sie den Unfall hatten. Hui. Und dann fing Tom an zu schreiben und er weckte das Dunkel. Er versuchte, sie zurückzuholen. Aber das geht nicht. Es gibt nicht einfach so ein Rückfahrticket. Ich fange an, es zu verstehen. In dem Fall, junger Mann, sind sie vielleicht klüger, als Tom es war. Die Hexe sah so aus wie sie, aber sie war es nicht. Barbara war so lieb. Er begriff zu spät und versuchte es ungeschehen zu machen, schrieb sich selbst, sie und alles, das er je verfasst hatte, aus der Welt. Ach, er war so berühmt und anschließend wusste das niemand mehr. Oh, Tom, er ließ nur einen Gegenstand in meiner Obhut zurück für den Fall, dass es wieder passiert. Eine Versicherung. Er hat mir vertraut oder mich vielleicht auch ein klein wenig benutzt. Tom wusste um meine Gefühle. Wusste, dass ich nicht ablehnen würde. Ich richtete den hellen Raum ein und lagerte den Gegenstand dort. Er wartet auf sie. Wir sind Figuren, gefangen in einer Geschichte, die sie geschrieben haben. Wenn das Dunkel nicht aufgehalten wird, erlebt keiner von uns das Ende. Woher wissen Sie das? Tom hat es genauso geschrieben. Er spricht noch immer zu mir, im Fernseher, von jenseits der Welt, aus der Tiefe. Das Dunkel hat uns beide berührt, junger Mann. Er hat uns beide mit dem Licht gerettet. Aber das Dunkel, es krallt sich fest, hinterlässt ein Mal. Das Rohr wird uns direkt zu dem hellen Raum führen.
Okay, ich muss meinen Freunden Bescheid geben, wo wir hingehen. Hallo! Al! Barry, wir gehen durch ein Rohr zum Staudamm. Trefft uns dort! Okay, ich sage Sarah! Ah, Sarah also! Oh nein! Scheiße, verdammte Shit! Barry! Barry! Wir müssen nachsehen, wie es ihm geht. Die sind vermutlich tot. Sie müssen zu dem hellen Raum gehen. Seien Sie kein egoistischer Idiot. Das ist mein bester Freund. Schön, seien Sie ein Idiot. Ich nehme das Rohr. Ich treffe Sie am Staudamm, falls Sie es schaffen. Wenigstens musste ich mir um sie keine Sorgen machen. Sie wusste, sich zu schützen. Wir wissen auch, wie wir uns schützen können. Und wieder einmal ist die Geschichte deutlich, deutlich schwieriger, als wir uns das zunächst vorgestellt haben. Wir könnten einfach so bequem durchs Rohr gehen, aber die Möglichkeit wurde uns genommen. Denn jetzt müssen wir erstmal schauen, was mit Barry und Sarah passiert ist. Da bin ich tatsächlich auch bei Alan. Wir können die nicht einfach so zurücklassen. Wir müssen zumindest schauen, ob es einer der beiden oder sogar beide oder leider auch keiner geschafft haben. Das werden wir auch nicht mehr in dieser Episode machen. Die beiden müssen jetzt eine Woche da im Heli verbringen. Es tut mir auch ein bisschen leid, dass ich sie jetzt in so einer prekären Situation allein lasse. Aber die Folge ist an dieser Stelle tatsächlich vorbei. Deswegen verabschiede ich mich aus dieser Episode. In der nächsten Folge finden wir dann raus, was beim Heli noch übrig geblieben ist. Und auch, was der mysteriöse Gegenstand der Versicherung ist, den Cynthia da erwähnt hatte, der am Staudamm zu finden sein soll. Seine Versicherung von Thomas Zane, der leider zu spät gemerkt hat, dass das, was er geschrieben hat, Wirklichkeit wird. Und ich bin auch sehr gespannt, wenn es für Barbara Jagger keine Rückkehr gab und sie sozusagen zum Bösen geworden ist, dann bin ich auch nicht ganz so optimistisch, was die Sache mit Alice angeht. Denn wer sagt denn, dass Alice nicht das gleiche Schicksal ereilt hat und sie auch zum Bösen geworden ist? Wir das ebenfalls zu spät merken. Reine Spekulation allerdings an der Stelle, die könnt ihr ja jetzt auch mit in diese Woche nehmen, falls ihr das möchtet. Wenn ihr Bock habt, dürft ihr mir natürlich noch gerne ein Däumchen dalassen, da würde ich mich sehr drüber freuen. Und ansonsten sehen wir uns dann hoffentlich in der nächsten Episode wieder. Die gibt's wie immer am kommenden Montag. Bis dahin, habt eine geile Zeit und haut rein.